Und es ist Derby Time, du wirst jetzt verkleidet vom Beat. Du bist die Lok, 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 also fahren zum Sieg. Und wenn auch irgendein Scheißverein gegen dich spielt, du bist die Lok, Lok, Lok und du fährst zum Sieg. Bussi, hallo, wir sind heute hier in Blauen. Was ist denn dein Tipp für heute? Oh, na, heute gibt's nur einen Sieg. Was anderes überhaupt nicht. Die Fahrt war hervorragend, wir sind extra anders gefahren, weil die neue noch zu war. Und ich denke mir, passt schon. Ja, heute erstmal die Verteidigung, das ist klar, und dann werden wir ein paar Tore schießen. Das sind Verlierer, wir wollen es jetzt alle sehen. Das Runde muss ins Eckige. Alles, was dir nicht zu lock gehört, ist dreckig hier. Hebt die Hände hoch zum Beat, für die Spieler bei uns. Bleibt am Ball, denn die ganzen treuen Fans fiebern laut. Was ist dein Tipp für heute? 3-1 für uns. 3 Punkte reichen mir, egal wie. Was erwartest du von Lok heute? Dass sie gut spielen. Übersteigerlich macht dir dein Hobby zum Geschäft. Das ist der Spielerbruch, wenn der Schiri einfach mal am Boden liegt und der Spieler dafür eine rote Karte sieht. Das ist Derby Time, du wirst jetzt verkleidet vom Beat. Du bist die Lok, 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 also fahren zum Sieg. Hallo liebe Zuschauer, Heimspiel Fanmagazin. Endlich sind wir wieder unterwegs. Die Saison hat begonnen in der Oberliga Süd. Und da ist heute hier Blauen Gastgeber für Lok Leipzig, den Favorit in dieser Staffel, denn die wollen aufsteigen in die Regionalliga, letztes Jahr knapp verpasst. Aber Blauen, abgestiegen aus der Regionalliga wegen Insolvenz, haben sich wieder gut gefangen. Wir sehen ein tolles Stadion hier und wir wollen heute auch ein tolles Spiel sehen. Herzlich willkommen zum Punktspiel hier im Vogtlandstadion in Blauen. So wurden die Spieler und natürlich auch die Fans begrüßt. Vorher gab es noch einen Sponsorenvertrag, der dem VfC Blauen helfen soll, hier auch weiter Konsolidierungskurs zu betreiben. Dann kamen aber die Mannschaften zu ihrem Recht und konnten den Platz betreten. Blauen in gewohnter Aufstellung. Lok Leipzig musste auf Trojan verzichten, der ja in der 12. Minute gegen Erfurt rot gesehen hat. Aber auch wieder mit Paul Schinke, dem Neu-Lok-Spieler, gekommen in der Sommerpause von RB Leipzig. Er fühlt sich sehr wohl bei Lok und spielt von Anfang an. Die Blauener Fans freuten sich natürlich auf einen wunderschönen, sonnigen Fußballnachmittag. Ebenso die vielen 100 mitgereisten Lok-Fans. Sie wollten wieder ihre Mannschaft, wie gewohnt, unterstützen. Heiko Scholz angespannt vor dem Spiel. Es war ein wichtiges Spiel. Und dann pfiff der Schiedsrichter an und Lok Leipzig versuchte gleich nach vorne zu spielen. In der ersten Halbzeit hatten sie große Spielanteile, viele Chancen, die sie leider nicht verwerten konnten. Blauen nur selten in der Vorwärtsbewegung. Hier mal ein Beispiel dafür. Aber es kam nichts Zählbares heraus und so hieß es 0:1 in der Halbzeit. Tja, Halbzeit ist es jetzt 0:1. Da neben mir stehen jetzt Blauener Fans. Wie hast du das Spiel so erlebt bisher? Ja, das ist einzeln gelaufen. Warum geht es nochmal? Ja, war doch ein bisschen verbessert. Was ist das Besondere bei Lok Leipzig, wenn die da sind? Das kostet so Eis. Gibt schönes Eis oder leckeres Eis? Wir hoffen jetzt mal, dass es auch 1, ich sag mal 1-1. Tipp 1-1. Tipp 1-1? Wie ist dein Tipp? Eigentlich war es 2-1, aber ich gehe 1-1 nicht auch mit. Na wunderbar, und dann noch der dritte, alle guten Dinge sind rein. Ich tippe aber unentschieden. Bin ich zufrieden. Unentschieden. Wir gucken, wie es ausgeht und Sie auch. Jawohl, in der Zürich, das ist nicht was. Ja, das war unüberhörbar, dass die Leipziger da waren im Stadion. Die vielen 100 Fans machten natürlich eine tolle Stimmung. Aber aus der Halbzeit kamen die Blauener viel besser als Lok Leipzig. In der ersten Halbzeit ja sehr drangvoll und mit großen Chancen versuchte jetzt Blauen hier seine Fans glücklich zu machen, wie wir es in der Halbzeit gehört haben, und das 1:1 zu erzielen. Heiko Scholz war sehr angespannt. Das ganze Spiel über, es ging ja auch um was. Man wollte und man musste heute auch hier in Blauen gewinnen. Dann diese Möglichkeit. Es war keine Möglichkeit, nämlich eine Situation, und zwar herbeigeführt durch Sven Hessler. Er faulte möglicherweise ein Blauener Spieler. Das sah ein Gewalter, der Trainer, genauso. Es gab riesen Diskussionsbedarf, aber der Schiedsrichter hatte nicht gepfiffen. Dann Paul Schinke wieder auf Hessler. Der zu Ademi. Dem springt der Ball vom Fuß und da kann er ihn nicht verwehren. Aber dann nochmal Becker. Schön durchgesetzt. Wunderbare Flanke und dann wieder Ademi und knapp über das Tor der Blauen.
Danach gab es wieder Diskussionsbedarf. Das Spiel wurde immer hitziger. Selbst Heiko Scholz ließ sich von dieser Hitzigkeit anstecken. Aber auch auf der Bank der Plauner war man unruhig und nicht so zufrieden. Und dann Aufschrei, Aufschrei auf der Lokbank und natürlich auch im Lok-Fanblock. Warum? Es gab Elfmeter. Dieser wurde dann auch verwandelt. Und Mario Basler, der wie gewohnt sehr emotional mit seinem Team mitgeht, war sehr angespannt und hatte großen Diskussionsbedarf. Er war fast nicht mehr zu beruhigen. Und die Fans der Plauner waren auch nicht mehr zu beruhigen, denn sie feierten, sie freuten sich einfach über den Ausgleich, das 1:1. Am Ende hieß es dann tatsächlich 1:1. Und ja, für Lok Leipzig natürlich ein Punktverlust im Kampf um den Aufstieg. Neben mir steht jetzt Ingo Walter, der Trainer vom VfT Plauen. Ingo, glücklich? Naja, klar. Ich meine, wenn man jetzt den Spielverlauf sieht, war man in der ersten Halbzeit überhaupt nicht im Spiel und Leipzig ist ja auch verdient in Führung gegangen. Und das ist das, was ich eigentlich von der Mannschaft nicht sehen will, dass man sehr inaktiv war, dass man nicht im Spiel war. Leipzig war sehr aggressiv. Sie wussten, um was es hier eigentlich geht. Oder was sie für ein Ziel haben und das haben sie auch klar verfolgt. Ich bin froh, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen den Schalter umlegen konnten und dass wir wenigstens die Bereitschaft hatten, was uns in der ersten Halbzeit gefehlt hat. Und ich glaube, auch wenn es ein bisschen glücklich ist, ist er vielleicht nicht unverdient, der Punkt. Wir haben uns ja reingebissen und ich meine, aus Leipziger Sicht ist sicherlich sehr unglücklich und wird wahrscheinlich heißen, sehr unverdient, aber wir müssen oder wir können eher damit leben als vielleicht Leipzig. Paul Schinke neben mir, Neuspieler von Lok Leipzig, von der Weg gekommen. Paul, wie hast du das Spiel heute erlebt? Naja, erste Halbzeit waren wir drückend überlegen, haben schon nach 2 Minuten 2 Riesenchancen. Wir haben die zugepresst, wir haben richtig gut unseren Plan durchgesetzt, wir haben Chancen, machen dann das Tor. Sogar nach dem 1:0 haben wir noch Riesenchancen. Dann war Halbzeit und haben wir ein bisschen Faden verloren. Ich habe schon in der Halbzeit gesagt, ich sage, das ist immer kacke Halbzeit, wenn du gerade so drückst. Ja, was willst du machen? Der Schiri macht eigentlich ein super Spiel. Sogar die Plauner Spieler haben dann gelacht. Die sagen, ja, das ist kein Elfmeter, das ist ein Geschenk und dann lässt er nicht mehr nachspielen. Und ja, aber so ist Fußball, das haben wir uns dann selber zuzuschreiben. Dass wir haben ja auch zweite Halbzeit gute Chancen gehabt, die wir einfach nicht genutzt haben. Und jetzt stehen wir da und gucken uns ein bisschen doof an, aber wie gesagt, so wie wir erste Halbzeit gespielt haben, da lässt sich drauf aufbauen. Und dann gucken wir, wie es nächste Woche gegen Sandersdorf aussieht und dann spielen wir da zu Hause und dann mit dem Fans im Rücken hauen wir dann Sandersdorf weg. Na klar, 4 Punkte aus den ersten beiden Spielen, das ist ja auch nicht so schlecht. Okay, gut, es hätten mehr sein können. Paul, wie fühlst du dich wohl bei Lok? Ja, ist alles super. Ich fühle mich super wohl in der Mannschaft, auch die Fans. Also da kam noch kein blöder Spruch oder so, die haben mich super aufgenommen. Auch bei der Saisoneröffnung, es war super und jetzt einfach mal wieder vor Zuschauern spielen. Ein bisschen mehr Präsenz da und wie gesagt, ich fühle mich super wohl hier bei Lok und es ist alles top. Paul, viel Erfolg für die Saison. Danke. Tommy Klutke, Dynamo Dresden, Bautzen und jetzt hier VfC Plauen. Wie kommst du her? Ja, ich meine, die Kontakte, die bestanden schon länger. Der VfC hatte schon länger Interesse an mir. Jetzt hat es geklappt und da bin ich ganz froh drüber. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, am Anfang natürlich erstmal von der Bank. Ich muss sagen, Lok hat es gut gemacht. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber ich denke, wir haben Moral bewiesen, viel Kampf hier reingelegt und ja, im Endeffekt nehmen wir den Punkt mit und das ist das, was zählt und das ist das, was wichtig ist. Lok war ja eigentlich in der ersten Halbzeit drückend überlegen, so kann man sagen, bessere Chancen. In der zweiten Halbzeit auch ein paar, ihr habt euch da ein bisschen besser rausgefunden, aber dann dieser Elfmeter. Wie hast du das selbst persönlich gesehen? Ja, ich bin im Strafraum selber, ich sehe den Ball über mich drüber fliegen. Tönelt geht mit dem Ball in den Strafraum, kriegt dann den Kontakt von zwei Spielern. Ob es ein Elfmeter ist, muss man sich nochmal anschauen. Schiri hat ihn gegeben, in diesem Fall für uns positiv. Elfmeter ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Der Lok Leipzig, Heiko Scholz und zu meiner Linken unseren Trainer Ingo Walter. Bitte zuerst den Heiko mein Statement zum heutigen Spiel. Ja, hallo zusammen. Wie du schon gesagt hast, war sehr emotional bis zur letzten Minute. Wir wussten, dass es schwierig wird hier in Plauen. Das ist eine sehr gute Atmosphäre. Dank natürlich unseren mitgereisten Fans.
ich kann meiner Mannschaft nur einen Vorwurf machen, dass wir nicht 2, 3, 4, 5-0 führen. Und somit haben wir leider sehr unglücklich hier einen Punkt gelassen. Wir waren klar die beste Mannschaft, aber wenn du die zweite, das dritte machst, dann brauchst du dich wundern, dass du hier einen Punkt mitnimmst. Danke. Wonach jetzt der Schiedsrichter das entschieden hat, kann ich schwer zu beurteilen, aber aus unserer Sicht war mit Sicherheit dieser Kontakt da. Ich sage nicht, dass er zweifelhaft war, mit Sicherheit nicht. Man kann ihn geben, er hat ihn gegeben und deswegen war aber der Elfmeter noch nicht drin, das muss man auch dazu sagen. Und letztendlich war er dann Gott sei Dank geschossen worden und oder drin und das ist für uns halt gut ausgegangen. Danke, Jung. Ich konnte es nie genau sehen, der Schiedsrichter hat gepfiffen und wir müssen mit leben. Also ich habe auch gesehen, dass es kein Elfmeter war, aber man ist ja da bei der eigenen Mannschaft immer etwas parteiisch und man muss sagen, wir hatten es locker in der Hand, das Ding hier zuzumachen. Also wir haben nur eine Mannschaft gesehen, die wirklich gut gespielt hat, das war glaube ich Leipzig, Plauen. Stimmt, mit viel Einsatz, für mich oft so hart an der Grenze. Da müssen wir drauf lernen, dass wir einfach cleverer sind. Wir hatten wirklich, wie Scholle das sagt, genug Möglichkeiten, hier 3-4-0 zu gewinnen. Da ist der Elfmeter vollkommen egal. Ich glaube, da müssen wir uns an der eigenen Nase fassen und daraus lernen. Wie fährst du jetzt nach Hause? Mit welchem Gefühl? Ja, ich würde sagen, ich fahre schon etwas wehmütig, aber ich fahre jetzt nicht mit schlechter Laune nach Hause. Ich fahre ja mit Mario Basler wieder zurück, das ist immer viel Spaß. Aber der hatte das übrigens angekündigt, wenn wir jetzt nicht das 2-0 machen. Pass auf und bingo, es war so. Ja, unverdient. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, der Gegner hat einmal aufs Tor geschossen, hat einen unberechtigten Elfmeter bekommen und das Spiel muss 1-0 ausgehen. Aber was willst du machen, wenn ein Schiedsrichter so einen Elfmeter gibt? Da muss es in Zukunft immer 100 Elfmeter geben, bei jeder beim Körperkontakt. Von daher ist das für mich ein ungerechtes Ergebnis. Wir waren die klar überlegenere Mannschaft über 19 Minuten. Und von daher ärgert mich schon, dass wir nur einen Punkt geholt haben und der Mannschaft ist aber kein Vorwurf zu machen, überhaupt nicht. 0 ist 3, 0 ist 4, 0 vielleicht machen können, aber trotz allem darfst du wegen so einem Elfmeter keinen Punkt abgeben. Das muss man klar und deutlich sagen und da muss den Schiedsrichter hinterfragen, was er da gesehen hat. Der pfeift direkt nach 90 Minuten ab, hat das Spiel 15 Mal unterbrochen und das macht man einfach nicht. In dieser Liga, wissen wir, ist es immer gefährlich. Natürlich, wenn wir das 2-0 machen, haben wir Ruhe, aber du darfst nicht wegen so einem Elfmeter, darfst du einfach nicht geben und darfst vor allem die Punkte dann nicht abgeben deswegen. Und deswegen ärgert mich nicht die Leistung der Mannschaft. Die war toll, die hat richtig gut gespielt. Mich ärgert nur die Leistung halt mal wieder mal von einem Schiedsrichter, der einfach nicht auf der Höhe des Spiels war. Nach dem Spiel gab es ein bisschen Tumulte, du warst da mittendrin. Was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Das ist ja normal, dass man dann auch mal zum Schiedsrichter hingeht und versucht mit ihm zu reden. Aber mit denen kannst du ja nicht reden, mit den Schiedsrichtern. Und von daher, keine Ahnung, was da noch war. Es geht einfach darum, dass eine Fehlentscheidung von einem Schiedsrichter war. Und das ist einfach das Ärgerliche. Ich mache Blauen ja gar keinen. Wenn wir einen Elfmeter kriegen, wir würden ihn ja auch nehmen. Ist doch ganz klar. Blauen kann ja überhaupt nicht. Da muss man sich nur als Schiedsrichter die Szene angucken. Und wenn ein Schiedsrichter Beobachter da war, dann wird er sich seine Schlüsse ziehen. Und da muss man auch, Spieler werden gesperrt. Vielleicht muss man auch mal an Schiedsrichter gehen, muss dann sagen, die brauchen vielleicht auch mal. Wahrscheinlich nach dem zweiten Spieltag schon eine Denkpause oder einfach mal eine Pause zum Verurlaub zu machen. Das ist eine spannende Aussage. Trotzdem war denn vier Erfolg mal passend. Dankeschön. Alles klar. Was war am Unentschieden verdient? Blauen hat gekämpft. Das ist so. Was sagen Sie dem Elfmeter? War gerecht gewesen. Wenn Leipzig nicht nachlegt, 2-0, ist sie selber dran schuld. Mein Fehler war, wir hätten zwei schießen müssen und nicht einen. Ein stellt, du bist die Lok und ich der Typ, der gerade am Main steht. Denk dran, bleib dem Verein immer treu. Kämpf für ihn und zeig dem Gegner keine Scheu. Heimspiel bringt mir den Sport nach Hause. Scheißverein gegen dich spielt, du bist die Lok und du fährst es zum Sieg. Und es ist Derby Time, du wirst jetzt begleitet vom Beat. Du bist die Lok, also fang's zum Sieg. Und wenn auch irgendein Scheißverein gegen dich spielt, du bist die Lok und du fährst zum Sieg.